hier bei Illo & Mops in Norwegen. Guckt euch mal diese geile Kulisse an. Wo das hier ist und noch viel mehr, das erfahrt ihr gleich nach dem Intro. Hab schon immer diesen Traum gehabt. Richtung Sonne, Richtung Süden, wir haben's rausgeschafft. Schick die Zweifel einfach weg, verdammt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Hab schon immer diesen Traum gehabt. Richtung Süden, Richtung Sonne, wir haben's rausgeschafft. Schieb die Zweifel einfach weg, verdammt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Was ist denn jetzt hier los? Hä? Haare waschen? Haben wir keine Dusche oder was? Doch, aber ich habe keinen Bock danach, die ganze Dusche wieder trocken zu machen und so. Das ist immer viel Arbeit. Und dann da das Gerät und rausholen und. Dann mache ich es lieber so. Und so spare ich Gas. Und außerdem, das Ding ist, bis dann das Wasser warm ist, ich muss ja dann hier erstmal das Wasser anheizen. Das kostet Gas und es dauert dann auch seine Zeit, bis das Wasser warm ist. So habe ich jetzt einmal hier unseren Wasserkocher betätigt, der über Solar läuft. Habe mir hier ein bisschen kaltes Wasser, ein bisschen warmes Wasser reingemacht und so macht man das. So macht man das auch in der Pflege bei Leuten, wo das dann nicht irgendwie anders geht oder wo mal die Haare gewaschen werden müssen. Über ein Waschbecken oder eine Waschschüssel oder so. Von daher, warum nicht, ne? Früher gab es ja auch einen Topf, sag ich mal, oder eine Badewanne, da ist jeder rein. Ich glaube, erst das Kind, erst der Malocher. Nee. Als erstes der Malocher, glaube ich, reingekommen. Das wäre ja ich. Also ne? Nein, bei uns wäre es genau andersrum in der Rangliste. Bei uns wärst du als Letztes. Du könntest uns vorher das Wasser schön vorbereiten. Klar, dann bin ich in so einem Haarbad von dir, oder was? Ja. Nee, danke. So, die beiden machen drin, lecker Schappi, Frühstück gibt's. Wir haben hier sogar auch einen asphaltierten Platz hier sogar bekommen. Der war nämlich frei, weil da vorne der deutsche Kollege, der stand wohl erst dort, hat er mir heute Morgen erzählt und sagte, ja, ach nö, hier mit seinem Kastenwagen da unten ist doch viel idyllischer, muss ich ihm recht geben. Hat er 100% recht, hier standen auch welche. Und ja, hier ist ja auch eine schöne Stelle, kann man mal ganz kurz in den See gehen, wenn man möchte. Aber ich muss jetzt auch ein bisschen auf die Tränendrüse drücken. 3-4 Bremsen, die haben mich wirklich erwischt. Ja, ist ein bisschen ärgerlich, aber ist auch nicht schlimm. Ja, im Prinzip stehen wir hier direkt an der E6. Haben gestern Mosjøen gestern Abend noch passiert. Ist wirklich unheimlich, also wenn man von oben von der E6 runterkommt, oh, da ist so eine riesen Felsenwand. Das ist, boah, so ein bisschen Gänsehaut-Feeling. Irgendwie denke ich da gleich immer an Herr der Ringe. Allgemein, wenn ich hier bin, irgendwie denke ich hier an Herr der Ringe. Und ja, wir haben jetzt auch schon mittlerweile so 3-4 Mautstellen kassiert, so will ich es wirklich sagen. Ich bin froh, dass jegliche Anmeldungen bei E-Pass 24 passiert sind, aber auch Autoferie. Wir haben ja jetzt die erste Fähre genommen, da ist das Guthaben ja drauf. Also alles ist hier cool. Boah, ey, wirklich ein absolutes Highlight. Wir mussten hier sofort raus. Was ist das denn jetzt mal bitte hier? Was für eine Naturgewalt. Komm. Da gehen wir uns das mal richtig angucken. Ich weiß jetzt nicht, ob der Ort jetzt hier Laxforsen heißt. Es könnte gut sein. Wo gibt es hier Informationen, wo wir jetzt wirklich sind? Das ist natürlich wirklich traumhaft. Der Kleine hat direkt gesagt, komm, ich gehe barfuß. So, ich habe jetzt auch mal die Latschen ausgezogen. Barfuß ist es einfach effektiver. Man spürt, wie man die Steine oder wie die Steine unter dem Fuß greifen, so kann ich es besser sagen. Und eins kann ich euch sagen, ich blicke schon mal direkt hier rüber. Es regnet hier so ein bisschen. Nein, so fühlt es sich an. Also so, hier ist wirklich so ein bisschen Wasser in der Luft. Ja, anspruchsvoller Weg hier runter, geht so. Aber wer was will, der muss auch mal ganz kurz sich hier lang schleichen. So kann man das wirklich sagen. Und boah, ja, dann gibt es wirklich hier, also hier kann man Fotos machen. Hier kann man mal ein Video unten drehen. Für keine Ahnung was. Irgendein Musikvideo oder sowas. Aber das ist wirklich Wahnsinn. Also wie toll man hier dann runtergehen kann. Ja Leute, schaut euch das Spektakel an. Hm? Und das einfach nur, weil man dieser E6 folgt. Ne? Also es ist jetzt kein großer Erfolg. Kein großer Geheimtipp. Wunderschön wirklich. Ja, auf so einen Schnapper warten wir natürlich. Jetzt kommt gleich die Frage, ja, warum sind wir gestern nicht ein paar Kilometer weitergefahren? Ja, ist doch in Ordnung. Nächsten Tag halten wir an und filmen das hier. Ja, wir wollen noch ein Stückchen näher ran. Ja, der Kleine und ich, wir sind echt Barfuß-Indianer.
Aber es macht Sinn, wir haben super Grip hier. Ja, ich mag noch mal ganz kurz ein ganz, ganz kleines Klitzelbisschen mehr rangehen. Ja, und jetzt wirklich die Kraft. Schaut mal da links, da seht ihr wirklich noch mal, wie ich es gerade schon sagte, wie ja, das Wasser in die Luft steigt. Es ist ja eh alles ein Kreislauf. Wasser regnet ab, wird wieder hochgesogen, dann wieder ab. Und auch hier, wie klar das Wasser ist, beeindruckend. Ich kann mich nur wiederholen, es tut mir leid. Ja, falls Interesse besteht, ich habe es mal rausgekramt, hier sind die Koordinaten. Hier könnt ihr euch das aufschreiben, wenn ihr möchtet. Ja, willkommen hier zum Ortswechsel. Wir sind jetzt in Namskogen. Liegt auf der E6. Ja, haben wir einen sehr, sehr schönen, angenehmen Platz, wie ich so finde. Wir könnten, glaube ich, hier direkt über Nacht bleiben. Ich glaube, wir haben hier den besten Platz, ganz ehrlich. Man muss sich ja auch ab und zu mal selber auf die Schulter klopfen. Guck mal, da vorne hier, da ist ein Fahrzeug aus Wolfsburg. Der hatte gerade auf seinem T-Shirt stehen. Männer mit Wohnmobilen haben die schönsten Frauen. Ich kommentiere es jetzt nicht, ne? So einmal so gesagt haben. Ja, hier gibt es Toiletten auf jeden Fall. Und wie ich persönlich finde, haben wir hier eine sehr, sehr schöne Parkbank noch. Aber ich möchte auch noch mal nach links schwenken. Also hier ist nicht viel Platz. Aber wir hatten Glück. Und ja, passen hier im Prinzip perfekt rein. Der Omnia läuft. Haben Futterhunger. Werden hier gleich Platz nehmen. Ja, und schön lecker speisen. Und gerade waren wir auch schon irgendwie danach. Junge, zieh die Schlappen aus. Aus damit. Und dann mal runter hier. Und dann einfach mal hier auf diesen schönen Felsen. Dann hat man schon wieder einen ganz anderen Blick auf die ganze Geschichte. Ja, das Wasser ist jetzt hier nicht so blau, aber man kann auf jeden Fall gut reingucken. Gerade von hier oben. Ne? Also da hatten wir gestern wirklich richtig Glück mit dem Wasser, weil das so blau einfach war. Das sah natürlich nochmal eine Ecke weiter anders aus. Aber ja, hier stehen wir auf jeden Fall genau richtig. Wir fühlen uns hier sehr wohl. Da ist es wieder das Wetter, was wir nicht mögen, Mops, ne? Es soll ja regnen und es kann ja auch regnen. Aber in Maßen bitte und am liebsten nachts. Du hast recht, gerade haben wir schon eine Blitze gesehen hier, ne? Ja, wieder. So ein Polizei stand da und der hockte da vor so einem, unter so einem Baum in so einem halben Busch drin mit so einem Gerät. Aber ja, ja. Ich halte mich hier an die Geschwindigkeiten. Beziehungsweise bist bei Tempo 80, 70 gefahren. Ich weiß nicht, ob da gerade 70 oder 80 war. Auf jeden Fall habe ich nochmal vorsichtshalber runtergebremst. Also hier ist es wirklich so, ich halte mich echt an die Geschwindigkeiten. Ich muss auch dazu sagen, also in Deutschland, ich glaube, wir sind mit, gehören zu Top 10 oder so, was Knöllchen angeht. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, dass wir andauernd irgendwelche Knöllchen reinkriegen. Aber ich kann da jetzt nur aus Erfahrung sprechen. Man fährt ja oft auch so in diesem, in dieser Fließgeschwindigkeit, wie andere mitfahren und Strecken, die man ja auch kennt. Da fühlst du dich sicher, da fährst du einfach, weißt du? Das ist ja vielleicht auch das Fatale. Aber gerade in so fremden Ländern oder fremde Strecken, wo du dich nicht auskennst oder so, ach, wo lang muss ich denn jetzt hier? Da achtest du eher so auf die Verkehrsschilder und von daher, ja, fährt man hier auch so, wie es sein muss, weil man die Gegend nicht kennt und ich weiß, ach, gleich da vorne kommt dann so und so die nächste Ampel, ne? Naja, auf jeden Fall. Also mir ist aufgefallen persönlich, ich werde oft überholt, weil ich echt so links und rechts so, boah, so am, ja, weiß ich nicht, wie soll ich das sagen, dass ich dann wirklich am Gucken bin und wirklich fasziniert bin. Jetzt gerade eben, ich hatte ja mit dem Manfred am Nordkap geredet, so Tipp unter Camper, der sagte wirklich, ja, hier von da bis da kommt es einem doch schon so ein bisschen vor wie in Deutschland. Und das ist jetzt gerade eben so ein bisschen so. Also ich kann mal hier ganz kurz schwenken. Ist jetzt, ja, ne? Grau. Grau. Das kennen wir auch aus Deutschland. Ja, aber wollen wir uns nicht beschweren. Also wir haben jetzt echt mal wieder schöne Tage. Heute Morgen auch mit dem Wasserfall, kann man das so nennen? Kann man das Wasserfall sagen? Oder Wasser von oben nach unten auf jeden Fall. Haben wir wirklich schon wieder schönes Wetter gehabt und drücken ja die Daumen, dass wir jetzt, ihr merkt, wir kommen südlicher, dass wir da wirklich auch
mega schönes Wetter haben, weil das ist auch irgendwie so ein kleiner Grund, warum wir sagen, komm, wir steigen ein bisschen ab, ne? Ja, ja, wir wollen einfach mal wirklich wieder schönere Tage genießen. Das ist für uns persönlich mehr Lebensqualität. Jeder genießt das ja anders oder so, aber wir mögen es ein bisschen muckliger und wir fühlen uns dann halt irgendwie wohler, ne? Hey, Lo, wir haben noch gestern erst getankt. Ja, hier läuft es richtig bei euch. Also das kann ich euch sagen, Mann. Norwegen-Urlaub heißt hier. Ist viel Strecke halt, ne? Da müssen wir nachtanken. Also der Kurs hier, der hat sich jetzt eigentlich, vorher war er unterm Euro, ganz am Anfang, wo wir nach Norwegen rein sind. Und der ist jetzt, glaube ich, schon bei 10, ich weiß es nicht genau. Schaut mal ganz kurz selber nach. Er ist jetzt über einen Euro im Prinzip, ne? Das also heißt, teurer also jetzt für uns hier. 100 norwegische Kronen sind nicht mehr 10 Euro, sondern ist jetzt, sage ich immer, 12 Euro oder sowas, ne? Also ja, es gab hier schon bessere Zeiten für uns. Lächeln, freundlich sein und zahlen. So läuft das halt, ne? Komisch, komisch. Um 10 Uhr so dunkel? Oder lass es vielleicht 10:30 sein? Ich weiß es nicht genau, aber es ist wirklich komisch. Naja, aber irgendwie auch schön, ne? Ja, ich hatte ja heute Morgen gesagt, wir sind schon so ein paar Mautstellen kassiert im Prinzip. Das haben wir jetzt fortgesetzt, also auf jeden Fall. Und dann gibt es hier wirklich Blitzer, die werden alle vorher angesagt. Und die haben so, sag ich mal, oben wahrscheinlich, wo er das Foto schießt. Und unten haben die nochmal so ein Loch, wo dann im Prinzip gescannt wird, ne? Also das war jetzt ganz oft, das haben die auch vorher auf dem Schild angezeigt. So, man fährt zum Beispiel im Tunnel, klack, bist du einmal mit so einem roten so angescannt oder dein Nummernschild wahrscheinlich. So, und danach ein Tunnel auch nochmal. Dann kann ich mir das eigentlich so erklären, angenommen auf der ganzen Strecke ist 70. So, dann wissen die von da bis da, wenn du 70 konstant durchfährst, ist das eine Zeit von 1,5 Minuten. So, wenn du jetzt bei 1:24 rauskommst, dann kriegst du wahrscheinlich direkt ein Foto oder sowas, ne? Also ich bin mal gespannt, was wird da jetzt gescannt. Irgendein Zuschauer schrieb uns ja, aber es kam nie was oder sowas, ne? Das ist jetzt schon komisch. Ist mir auf jeden Fall aufgefallen, davon wollte ich euch gerne berichten. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen in alter Frische, wenn es hell ist. Bis dann, schöne Grüße hier aus Norwegen. Ciao!